Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Firewatch für die Switch. Und wie ihr sehen könnt, sind wir in Tag 78. Für alle, die jetzt zuschalten, man spielt wirklich nicht jeden Tag, es springt immer so ein bisschen, ne? Oder eben ein paar Tage überspringt man, so 40 Tage überspringt man dann irgendwann mal. Ja, aber es ist spannend. Wir wissen, es ist beobachtet worden. Okay. It's going to be okay. We haven't done anything wrong. Someone claiming to be Henry in Two Forks called a lookout in another sector early this morning and said that I knew what caused the Wapiti Meadow fire. So, I just got off the horn with that lookout who's wondering what I know, or that I'm an arsonist, or that I'm fucking losing it. Furthermore, I bet you don't have the only tape of us from last night, so someone has evidence to back it up. We need to find out what someone's been keeping in that cave. I'm going down there now. We don't have a lot of time left out here, and if we don't find some fucking answers, when they lift us out of here, it's gonna be in handcuffs. Okay, dann marschieren wir mal raus. Wir halten zusammen. We have to stick together, okay? Keep our story straight. From the first day with those girls to the person breaking in on our conversation, everything. We gotta be honest and consistent. Yeah, I suppose you're right. I know. So, wir werden uns mal auf den Weg machen und schauen, ob wir hier herausfinden können, wer uns hier in eine Falle lockt. Man sieht, qualmt es ganz gut hier. Oder ist es Nebel? Ich weiß nicht, was es sein soll. So, die Höhle. Die ist ja nicht weit von hier. Muss kurz überlegen, wo die war. Gerade gucken. Die Höhle. Natürlich viel geiler als unser Kompass, das Ding. Na, da ist die Höhle, ne? Genau, da müssen wir hin. Das heißt, wir sind schon auf dem richtigen Weg, ne? Da geht's zum See, da wollen wir nicht hin. Wir wollen ja nach da. Genau, da ist das Plumpsklo. Das passt schon mal gut. Dann gehen wir direkt daran vorbei. Und zu der Höhle. Genau. Also es ist ja schon verrückt, dass die Leute uns so da irgendwie reinschlittern lassen und wir keine Ahnung haben, was da wirklich vor uns geht. Vielleicht werde ich auch komplett verarscht, auch von der Delilah da am Telefon. Man weiß es ja nicht. Bin schon gespannt ein bisschen, muss ich sagen. Also, falls ihr nicht aufgepasst habt in der Geschichte, ich bin wegen der Krankheit meiner Freundin hier in die Einsamkeit gegangen und wollte Waldhüter werden. Hey, aber dann... Oh. You didn't actually make that call, right? To the other lookout? It just stuck in my craw. I let myself imagine how fucked I would be if you'd been lying to me. But now that I asked, I kind of just wish I hadn't. Of course I didn't. No way. They're trying to pit us against each other. Yeah. Yeah, you're right. That's not gonna happen, though. Thanks, Henry. Gut, also, es ist so, dass wir in eine Falle gelockt worden sind und jetzt auch Mädchen noch verschwunden sind und irgendwelche Leute uns hier ausspionieren, beziehungsweise nicht richtig ausspionieren, sondern die beobachten uns. Das ist schon ein bisschen abgefahren. Wenn es im Hintergrund ab und zu knallt hier bei mir, ganz kurz mal, dann liegt es daran, weil heute, es ist gerade Vormittag Silvester und es kann gut sein, dass die Leute hier so ein bisschen rumballern. Also, heute ist der 31. Ich wünsche euch schon mal guten Rutsch, obwohl ihr dieses Video ja wahrscheinlich erst sehen werdet. Viel später. Aber erst ist so. Hier vormittags ballern sie gerade hier draußen schon wie die Bescheuerten rum. So ist es. Oh, das können wir auch schließen. Mal gucken, was hier in der Höhle zu finden ist. Und was das Ganze soll. Das stockt ganz schön, ne? Zwischendurch. What the hell? Hab ich die Tür zugemacht? Na gut. Delilah, someone locked me in the cave. Is this thing working?
Also. Delilah, send someone to the cave, please! Can't get any damn reception. Jesus, this is a big cave. Können wir da irgendwie runter? Irgendwo ein Seil festmachen? Was für eine Axt benutzen? Ah, hier, guck mal. Okay. Denken wir uns mal da durch. Ja, wie müssen wir hier rauskommen? Okay. Auch noch ein Sturzgefahr aus. Freezing in here. Mutig ist der Typ ja trotzdem, muss man sagen. Ich meine, der erkundet hier einfach mal alles. Da können wir auf jeden Fall nicht runter, aber da liegt irgendwas. Was ist denn das? Is anybody down there? Ein Schuh. Mal hier hoch. Okay. Hoch da. Und hier gehen wir auch nochmal hoch. Kommen wir da schon wieder raus, oder? Ja, raus, runter. Nee, doch nicht. Ich sah gerade eben aus wie Licht. Aber das war es gar nicht. Doch, da. Frage, wo wir rauskommen. Ein Canyon Pass. Licht, okay. Was sind wir denn hier? So, schnell mal melden. Hey, hey, are you there? Yeah, what is it? What did you find? Nothing yet, because someone tried to trap me in there. You saw someone? No, someone slammed the gate behind me and then ran away. I found another way out, but if I hadn't, Jesus! So you didn't find anything? No, there's a spot where someone had sunk an anchor, but the hardware's gone now. I don't have any climbing equipment. I just have my ropes. I'm gonna hike back to Two Forks and see if I can find anything that could double as an anchor to use in the spot. That doesn't sound dangerous. Okay, also müssen wir jetzt zurück. Welchen Weg gehen wir denn da? Sind wir von hier gekommen? Wir gehen mal hier zurück. Auf die Karte. Wir sind da. Das ist ja schon ein langer Weg vom Cave, ne? Aber wir machen es trotzdem. Wir müssen auf jeden Fall zurück zu unserer Stelle. Und ja, gucken, ob wir da was finden. Okay, hier geht's nicht runter. Wo sind wir denn hier? Hier geht's raus, glaube ich. Hallöchen, hier ist ein Lager. Delilah, I just found an outcropping that someone was using as a little fort. I think it was Brian Goodwin. Really? Yeah, he built himself a real castle. Das ist abgespaced hier. Muss ich mal an. Wissenschaftlichen Schaltplan nehmen. Nehmen wir mal durch. Plan zur Bergung des Rucksacks. Version 1. Besorgen, Bretter, Seil. Na, konnte er ja nicht. Brian was doing a science fair project about bouncing radio waves off of a meteor shower. Poor kid left his homework? Yeah. He must have been pretty smart, huh? Yeah, sharper than a lot of the grown-up knuckleheads I'm used to, yeah. Well, das heißt, ich bin Arnöcher. Plan zur Bergung des Rucksacks melden. Hey, remember that pack I found? Back on your second day? Yeah. I found a plan Brian drew about how he was going to get it back. I'm sure it was quite elaborate. It's some Wile E. Coyote stuff, I'll tell you that much. Wile E. Coyote, kennt ihr den? Das ist der Wolf, der immer den Roadrunner jagt und ihn sozusagen packen will. Der baut immer die haarsträubendsten Fallen. So, was ist das hier?
Ryan Goodwin, Schülerwettbewerb Hamilton Schule, Rohfassung, Mrs. McNamara, 6. Klasse, 4. April. Können Meteore in unserer Atmosphäre dazu verwendet werden, die Reichweite von Funksignalen zu erhöhen? Ja, und ich kann das beweisen. Außerirdische Flitzebogen, die aus dem Tiefen, das halt zu unserem Planeten kommen, können ultra kurzwillen. Das sieht jetzt vielleicht nach einem Science-Fiction-Film an. Möglich ist dies dank des sogenannten Meteor-Scatter-Verfahrens. Mein Wissenschaftsprojekt beweist, dass es funktioniert. Okay, jetzt legen wir uns nicht alles durch, aber es ist auf jeden Fall spannend. Okay. Behalten wir mal. Das Ding nehmen wir auch nochmal hoch und behalten es auch. Lieber alles behalten hier. Was ist das? Schulordner. Oh, und hier ist drauf gemalt, wa? Da oben ist es Freddy Krüger, der einen Kopf wirft. Okay. Ein Schulordner für. Okay. Behalten wir auch. Gut, dass wir einen Rucksack dabei haben. Guck mal, Dinosaurier-Sitzkissen. Was ist das denn hier? Banner. He was in the middle of really sprucing up the joint when they left. It's a little weird that he'd just leave so much of his stuff out here. Well, maybe they were in a hurry when they left. Like I said, he wasn't supposed to be out here. Yeah. They almost got busted. Brian liked to go out on the railing of the tower and wave at the planes that dump water on fires, and I got a call because someone thought a kid was up in Two Forks. I lied. Said it was Ned. If I ratted him out, they would have been forced to leave, and I don't know, I guess I just felt like I was saving him from whatever shitty life Ned was gonna bring him back to. Not that it ended up mattering. Okay. Aber man lernt ja viel hier, ne? So, lassen wir es mal wieder fallen. Gucken wir uns die Burg mal an. Bunch of rocks stacked up, you made a wall and a perimeter. God. Yeah, that's perfect. You know, maybe he made it because he was afraid of them. Whenever I think of Brian possibly going through this crap, I get sick to my stomach. Yeah. Sorry. Black Band. Go ahead, kill me, family. Only makes me stronger. No. He'd hide out here to read comics. The Black Band, his grief is his enemy's sorrow. Everyone this guy loves gets killed, so he honors them with a black armband, which gives him superpowers. Well, that's fucking dark. So, was ist das denn hier? Eigenes Schild. Lass mal fallen. Was liegt hier noch so? Nachricht an Ranger. Gehen wir erstmal durch. Mein Name ist Brian Goodwin. In der Nähe dieser Nachricht sollten Sie auch ein paar Bohrhaken gefunden haben. Würden Sie mir einen Gefallen tun und sie mir per Post schicken? Meine Anschrift lautet FF Foxtrot Lane, North Platte, Nebraska. Wenn Sie mir Ihren Namen und Ihre Anschrift mitteilen, erhalten Sie eine Belohnung. Sie fragen sich vielleicht, warum ich Sie hier gelassen habe. Sie gehören meinen Vater und ich will nicht, dass er Sie verliert, aber ich will auf diesen Ausflug auch nicht mehr klettern. Deshalb habe ich so getan, als ob ich Sie verloren hätte. Wenn Sie mir sie schicken, ist alles wieder gut. Beste Grüße, Brian. Die Belohnung ist gut. Ja, hier finden wir ein paar Haken. Das ist schon mal gut. So, behalten wir. Und die nehmen wir. Perfekt. Jetzt können wir in die Höhle reingehen. Ein Videospielgerät, ein Gameboy. Oh, ist kaputt, oder? Oh. There's a busted old toy out here, some sort of electronic game. Yeah? I like Pong. Everybody likes Pong. Ich bin mit meinem Dad im Lander, Wyoming. Es ist wirklich schön hier. Dad war in einer Gegend namens Sink Canyons angeln. In Wyoming sieht es fast überall so aus wie zu Hause in Nebraska. Aber wenn man weiter wandert, gibt es Berge und Wälder. Tut mir leid, dass ich diesen Sommer nicht Ihren Rasen mähen kann. Ich hoffe, Sie haben einen passenden Ersatz für mich gefunden. Können Sie zurückschreiben und meinem Dad sagen, wenn die Schule wieder anfängt? Ich glaube nämlich, er weiß es nicht. Ihr Freund und Nachbar Brian Goodwin. Süß. Gosh, Brian had everything he loved out there. There's also a postcard here from Brian to, I guess, his neighbor. What's it say? That he's with his dad and sorry he can't mow his lawn. Okay, blau-grün, Heimat, unverständlicher Nerdkram. Halt auch. Gosh. And also he was worried his dad didn't know when school started. Planfigurierung von Brian. Say that's a lucky break if I were him. There's a ham radio schematic here, something Brian was working on. Yeah, I think that was the one thing Ned did do with him. You know, tinkering on stuff like that. Okay, also können wir jetzt hier wieder zurückgehen und wieder... Ich glaube, ich komme die Hülle da nicht hoch, oder?
Dann muss man wieder einmal außen rumlaufen wahrscheinlich komplett, oder? Das ist natürlich ein bisschen ätzend. Aber wir testen mal, ob man doch hier hochkommt. Weiß natürlich nicht, aber es wäre natürlich schön. Den ganzen Weg wieder da. Ja, natürlich nicht. Ah, ist das doch beschissen, oder? Soll ich den ganzen Weg außen rumlaufen? Na gut. So. Oder? Und dann gehen wir zurück. So müssen wir zum Eingang nochmal zur Höhle und uns abseilen dort. Haken und. Ah, okay. Natürlich praktisch. Und man kriegt immer mehr Tools, ne, um weiterzukommen. Das finde ich ziemlich cool gemacht. Muss natürlich ein bisschen darauf achten, dass man noch mehr solche Spalten findet. What do you think is in there? There's gotta be something. Why else try to kill me? I don't know, really. I mean, we gotta find out. What do you think? Whatever it is, they don't want you telling anyone about. They closed the door when they could have just... bashed your head in with a rock or chopped you up with a... Are you serious with this shit right now? a hatchet. God, are you sure you want to go back in there? Na klar, gehen wir wieder rein. Ich muss wissen, was da drin ist. Honestly, I just want to know. I want to know what is worth doing everything that's been done to us. Yeah, me too. And... not going to jail would be a nice kicker. Ja, wir sind hier längs. Da. Okay. Also wir müssen jetzt wieder zurück. Im richtigen Weg. Zumindest glaube ich das. So. Na komm, wir können den ganzen Weg hier wieder zurückgehen. Also, those girls turned up. Looks like you didn't kill them. Nobody did. They took some farmer's tractor for a joyride down in Riverton and landed in jail. Ach Quatsch. I wonder if they know anything. If there's some way to ask them about whatever happened at their camp. I think we'd be smart to let sleeping dogs lie. You're probably right. Ja, jetzt sind wir Gott sei Dank wieder aufgetaucht. Schade. Also es ist schade, ich bin natürlich froh, dass sie wieder aufgetaucht sind. Aber es wäre auch eine coole Mystery-Dings gewesen, wenn jetzt die Mädels auch noch draufgegangen wären. Nun ja, man kann nicht alles haben, ne? So. Da ist die Höhle. Dann machen wir es ganz gleich nochmal. Dunkel warst du gerade eben hier, okay. Nehmen wir den Schlüssel, dann können wir nochmal reingehen. Wahrscheinlich gleich wieder jemand das auf und schmeißt es da rein oder so, man weiß es nicht. So, hier geht's weiter. Und da können wir jetzt das Ding reinhämmern. Und wir gehen da runter. Puiuiui. Ah, ich weiß nicht, so als Wanderer oder Kletterer hätte ich schon Schiss da, nur so einen kleinen Haken reinzuballern und das hält dann so lange. Schon krass. So. Da geht's weiter. Ja, wir kommen bestimmt an diesem Schuh wieder vorbei. Im Rückweg vielleicht. Also da steht was, da steht nichts. Weiter Sprung nach unten. Okay. Irgendwas? Nee. Die Musik verändert sich. Irgendwas passiert doch bestimmt. Da können wir längs. Und da können wir nicht längs. Okay. Mein Gott. Tiefer hier. Da liegt jemand. Ah, oh, shit. Are you... oh.
Brian Goodwin. Ach, scheiße. You fell. Scheiße, der ist tot. Das war sein Schuh, den wir gesehen haben. Der liegt aber auch schon länger hier, ne? Aber was mit seinem Vater? Ja, wir können sie ja nicht anrufen. Kacke. Nun gut, was machen wir? Müssen wir Delilah natürlich gleich sagen, wenn wir rauskommen. Ich kann leider auch nicht laufen hier. Das heißt, ich kann nur gehen. Dame, Junge. Puh, was erwartet uns da? Wir müssen die Leiche melden. Das werden wir beim nächsten Mal rausfinden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.